Artus beinhaltet viele Elemente aus dem Artus-Mythos, die Tafelrunde, der Gral, viele Figuren, die man aus dem Artus-Mythos kennt. Es ist eine Spielerei mit Stilen, mit Genres von Netflix-Serien zu Blankvers über Jelinek-artige Textflächen, Sprachspielen allerseits. Es ist der Versuch, sowohl Unterhaltung mit Literatur als auch Intellektualität mit Komödie zusammenzubringen. Und dieses Stück hat am 22. November am Schauspielhaus Salzburg in meiner Regie Premiere gehabt. Artus! Toll gemacht, Bruder! Ich verstehe es nicht. Jetzt nicht zögern, das Schwert hat dich gewählt. Heidig! Aber warum? Falsche Frage. Jetzt bist du König. Aber... Lächeln, winken, König! Artus! Artus! Euer Vater, sagt man, ist der stolze Besitzer eines... großen... Ja? Tischs. Ach so, ja. Doch, aber nein, das ist nichts Besonderes. Aber wie groß ist er? Groß. Ja, schon. Und rund. Rund? Ja, rund. Keiner weiß, wieso. Artus ist ein Träumer. Ein Idealist, der von der Rolle, in die er vom Schicksal gedrängt wird, völlig überfordert ist. Das heißt, er ist in weiterer Folge auch viel zu schwach, zu unschlüssig, zu unsicher, zu weich, um in dieser Welt von Brutalität, Krieg die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und auch in seinen Beziehungen zieht er sich eher zurück, als dass er die Aktion übernimmt, dass er das Heft in die Hand nimmt. Und das bringt ihn letztendlich dazu, dass er verzweifelt, dass er sich zurückzieht, dass er verbittert wird und mit dieser Welt nichts anfangen kann. Es stöhnt das Feld. Vom Kriege frisch geackert. Dicht gesät mit jungen Knochen. Und reichlich Blut begossen. Die Lachen rot mit Eiter voll. Das sterbend Röcheln nur durch Fliegenschwarm bedeckt. Das ist also der Sieg. Artus erhofft sich vom Volk eine Form von Rückendeckung oder auch vielleicht ein neuartiges Verständnis, dass die sich denken, oh Gott, da ist doch endlich mal jemand, der sie verstehen möchte, der ihnen hilft, der ihre Sorgen ernst nimmt. Krachkopf! Also was? Wir haben Frieden. Berlin! Sicherheit! Die Ernte soll auch gut sein. Ich weiß schon, dass die Frage des Besitzes der Kirche... Skandal! Beinst du unbeleidbar! Gebe dir auch nicht so! Beinst du so bescheidig! Eben, ich höre unterschiedliche Meinungen. Während die einen... Nein, dann Festition! Erlaube! Meine Figur ist der Kay. Kay ist sozusagen der Halbbruder vom Artus und ist der Seneschall im Stück. Also der sich sozusagen um die Sicherheit im Staat mitkümmert und der sozusagen die graue Eminenz des Staates ist. Ich spiele die Ginwe, die Frau vom Artus. Und ich würde sie so als seine rechte und seine linke Hand bezeichnen. Sie deckt so zwei Sachen ab eigentlich.
Wobei sich Ginwer und Kay wirklich nicht verstehen, weil sie zwei wirklich sehr entgegengesetzte Pole in der Durchsetzung von Macht repräsentieren. Kay, der sich selber als sehr loyal sieht, als das Reich sichernd, aber alles oder vieles mit Gewalt, Folter etc. durchsetzt. Ich glaube, wir haben ein ähnliches Interesse. Ich glaube, wir lieben beide Artus. Ja. Wir wollen für ihn da sein, wir wollen ihm dienen, wir wollen dem Land dienen. Aber wir haben komplett unterschiedliche Auffassungen, wie das denn zu tun wäre und was am klügsten wäre. Mein Wühlen bleibt den Ahnungslosen unsichtbar, die euch so teuren Werte bestehen. Unbefleckt. Werte? Ihr kennt nur Leberwerte. Und die halten sich gut, verdank es Gott. Die Krone stinkt in tiefrotem Geheul. Nur aus allzu großer Nähe. Der Preis des Ruhms. Doch für Gestank gibt es Parfüm. Und auf dem Abort müsst ihr nicht speisen. Eure ach so starke Schleue ist nicht sehr schlecht getarnte Dummheit. Wer mit Gräuel nur regiert, verstümmelt sich bald selbst. Euer Anteil ist die Gnade. Überlasst die Leichen mir. Ich bin die Wachdogge vor euren träumenden Gemächern. Pflegt ihr nur in Rosenblässe, so makellos wie euer Gewissen. Vertrauen ist mehr wert als Staatsgewalt. Oh. Die jederzeit versickert, immer wieder neu ausbrechen muss. Nur wer gütig sein kann, der ist auch klug. Ich stimme zu. Seid doch die schöne Seele dieses Landes. Nach Anschein dürstet es den Schwachen. Doch Treue ist ein gar flüchtig Gut. Meine Figur ist die Figur der Blanche. Und für mich ist Blanche jetzt. Also das bedeutet, dass Blanche, im Stück kommt sie aus der Bretagne, aber eigentlich ist sie eine Frau, die genauso aus der Gegenwart kommen könnte. Und das merkt man an ihrer Denkweise und an ihren Ansichten. Und sie wird eben da in diese Sagenwelt und in diese Männerwelt quasi reinversetzt. Aufgrund ihrer Denkweisen kommt sie halt in die ein oder andere knifflige Situation, wie eben auch mit dem Gawain, wo sie sich plötzlich in einer romantischen Beziehung wiederfindet und Minnesang auf Feminismus trifft und genau. Genau. Gawain nämlich sind seine ritterlichen Pflichten sehr wichtig, also die Codices sind das Wichtigste für ihn und er spricht auch in Blankvers, die meiste Zeit jedenfalls oder eigentlich immer. Und verehrt Blanche sehr und möchte alles richtig machen. Und wie das so oft ist, wenn jemand alles richtig machen will, dann macht er sehr viel falsch. Stopp! Weniger Schwulst und mehr Respekt. Ihr Ritter begreift unser als nur als Trophäe. Oh, Trophäe seid ihr keine. Seid die Einzige, ich schwör's. Ja, wenn ihr mich achtet, schwört bloß nicht. Was soll ich tun? Oh, bitte sagt es mir. Könnt ihr sie niemals abschütteln? Ihr seid ein Guter. Ich glaub's. Ich weiß es. Aber so geht das nicht. Schon eure Sprache ist ein Gefängnis. Aus diesem Käfig erreicht ihr mich nicht. Ach, ist es so? Ach so. Ach ja. Wohlan. Pass auf. Jetzt kommt's. So, Achtung. Ich probier's. Für dich, Geliebte, will ich alles wagen. Die Form, die Waffe und auch jede Sitte. Ich schleudere weg die Welt, die mich gemacht. Die Sprache will ich überwinden auch und sprengen alles, was mich von dir trennt. Dennoch die alte Sprech, die Schnöde, kann mich mal. Ach, Blanche, verfluch doch mal, ich schaff's nicht mehr. Du machst mich schlapp und machst mich geil zugleich. Am liebsten würde ich dich jetzt an mich reißen. Doch weil ich dich so grenzenlos verehre, weil du an Klugheit mich so übertriffst und dicke Schriften voll mit Büchern liest. Ich kann dich nicht verstehen. Du bist ja viel zu schlau, zu schön, zu scharf. Scharf, sinnig, mein. Zu schnell für meine lächerliche Birne.
Vor dir nur werde ich weich und jämmerlich. Morgan ist eine sehr intelligente, mysteriöse Frau, die mit ihrem Bruder Artus ein Verhältnis hat, ein sexuelles Verhältnis. Und in dieses Verhältnis steckt sie mehr Emotionen rein, als sie es von sich selbst gewohnt ist. Und die Kränkung, die sie erfährt, dadurch, dass Artus sie zurückweist, ist dadurch für sie, ich glaube, auch überraschend groß. Und ich würde sagen, dass man dieser Frau alles zutrauen kann, wenn sie nicht kriegt, was sie will. Wie sagtest du damals? Wetter leuchten in höchsten Wolken und von der Erde unsichtbar. Es stimmt. Und doch, es wird kein Ende geben. Wieso? So ätherisch freudetrunken, wie auch schwelgten. Es wächst in mir. Das wollte ich dir melden. Aber du sagtest doch... So irrt man sich. Du musst gehen. Tatsächlich. Und wo ist deine Verachtung für die Unverantwortlichen? Wo ist sie plötzlich hin? Artus, du und ich, wir können... Du hast es gewusst. Fort. Falsch. Falsch. Falsch, 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 falsch. Also gut. Ich gehe. Was mich an der Figur des Lancelot wirklich auch sehr berührt, unter anderem, ist ja die Vorstellung, dass jemand wie er sein Leben lang unter dem Ruf fast leidet, der Tapferste zu sein, der keinem Kampf aus dem Weg geht, der sich jedem Kampf stellt für die gute Sache, dass das natürlich Folgen hat. In der eigenen Psyche des Lancelots. Und wenn er dann in diesen tiefen Konflikten versucht, einen Ausweg zu finden, eine Leidenschaft für Königin Guinevere zu empfinden und dieses Erlebte dieser schrecklichen Kämpfe zu verarbeiten, was aber nicht gelingt, dann wirklich in eine psychische Ausnahmesituation zu geraten, die man fast an Wahnsinn grenzend nennen kann. Die Völker, die wir allesamt stupriert, gierig, geschwängert, schießen jetzt zurück mit zukunftsträchtigem Nachwuchs. Nach uns, ganz nach uns. Unsere Speere können noch so lang sein. Es braucht viel mehr, viel Mittelmeer, um sie entfernt von uns zu halten. Unsere ungewollten Brüder, die Schwestern, viel schlimmer noch. Weil unsichtbar, viel schlimmer noch, weil verschleiert. Was verschleiern sie denn nur? Verflixte Geografikerei! Noch halten wir das Bobolwerk Oktoberfest gegen die minnetekelhaften Flüsse schalldichterisches Diskrepanzer aus Beton und Stacheldraht mit leuchtenden Logos. 5-Sterne-Luxus für die erste Liga. Außerhalb eine perverseverante Slumschlacht. Moralverseuchte Pornografie. Wir lächeln lieber schießwütigen Diktatoren zu, als unsere Retter anzupatzen, feiern den trampelnden Input im Pfosten und im Wüsten, solange noch die Wirtschaft wächst. Perceval ist ein
für mich ein sehr naiver, brutaler und auch sehr unberechenbarer Mensch mit einer Wahnsinnskraft, die er nicht immer genau weiß einzusetzen, hat einen gewaltigen Überlebensinstinkt und ist aber auch sehr liebenswürdig. Bin bereit. Mach mich zum Ritter. Du meinst, das reicht. Was soll ich tun? Komm her. Da, draußen vor der Burg steht ein großer Ritter. Sei so lieb und sag ihm, er möge bitte Misten geben. Kay! Kay. Der mit dem roten Panzer? Eben der. Wollt mich nicht reinlassen. Doch, du fandest einen Weg. Musst ihn sperren. Wie? Hab zugeschlagen, ist dann gefallen. Jetzt ein Ritter weniger. Kann ich jetzt auch? Gnade, Onkel, hat sich vor dem Tor ein fürchterliches... Ah! Da ist er ja. Wirklich? Ja, auf der Stelle, mit dem bloßen Spieß. So, darf ich jetzt? Mein Galahad ist alles andere als ein Ritter. Ist kein Kämpfer. Er ist zu Beginn, kann man fast sagen, so ein Azubi, ein Auszubildender. Der stolpert da rein in diese Meute und findet sich wieder umgeben von kämpfenden Männern mit Schwertern. Er selbst besitzt nicht mal eins, er ist bewaffnet mit einem Block und mit einem Bleistift. Und ja, heutzutage würde man sagen, er ist also ein Warmduscher, Beckenrandschwimmer. Und er wird sich noch entwickeln, allerdings er ist zum Teil sehr sympathisch, sehr bemitleidenswert. Er sucht seinen Vater, Lancelot, und ist nicht im Mindestmaß irgendwie interessiert an Krieg oder sonst irgendwas. Und ja, ist halt zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich habe den Troubadouren gelauscht, um Vorbilder... So ein... Schon jemals ein Schwert in der Hand gehalten? Hohlkopf! Meister Holger steht geschrieben... Scheiß auf die Bücher! Die ganze Tinte ist keinen Tropfen Blut wert. Ich habe noch nie erlebt, dass Lesen irgendeine Tat ersetzt. Also dennoch finde ich, dass das Lied von... Schafft mir den Schwafler weg! Ich krieg Kopfweh! Der Schwafler bleibt! Euer Name, Jüngling? Verzeiht vor lauter Hast. Ihr kennt meinen Namen nicht, doch ist mein Vater hier nicht unbekannt. Es handelt sich um Lancelot. Was? Dulac? Wie? Lancelot Song. Den gibt's noch. Das weiß ich nicht. Ich hab ihn nie. Ich selbst heiß Galahad. Das wird noch heiter.